Tja, meine lieben bundesweiten Telegram-Kanal-Masern-Teilnehmer, heute melde ich mich aus München. Hinter mir die Isar. Wir haben ja den nächsten Rekord geknackt. Ich glaube, heute Nacht war es mit 2000 Teilnehmern, die sich per Link zu uns zugeschaltet haben. Deshalb nehme ich das zum Anlass, um diese Meldung in einem kleinen Video zu verfassen. Wir waren ja gestern in Erlangen beim Gesundheitsamt und haben ein Gespräch gehabt mit einer Oberärztin. Sie ist um die 50 Jahre alt, teilte uns auch mit, dass sie als Oberärztin in der Universitätsklinik in Erlangen gearbeitet hat und jetzt diesen Job ausübt. Warum das Kind nicht dabei war? Weil das Kind sollte doch auch erfahren, welchen Nutzen die Impfung hat. Ja, das Kind sollte mitentscheiden, auch wenn es erst 6 Jahre ist, ob es vielleicht, wenn die Impfung nicht gemacht wird, schwer erkranken kann. Das sollte doch das Kind wissen. Also mit anderen Worten, eine Impffanatikerin vor dem Herrn. Darauf möchte ich auch gar nicht näher eingehen. Die Mutter, die dabei war, war teilweise sehr aufgelöst, weil man ihre Probleme nie richtig gehandhabt hat. Das Gesundheitsamt hat sich nie gemeldet bei ihr. Glaube ich, 4-mal hat sie sich gemeldet bei ihnen schriftlich, so viel ich weiß. Nie kam irgendeine Reaktion und jetzt wurde ihr gestern gesagt, ja, aber das Impfen ist doch wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab und zu habe ich dann mal das Wort übernommen, um die Mutter ein bisschen zu entlasten von ihren emotionalen Ausbrüchen. Fakt ist, dass was uns erzählt worden ist, nicht akzeptabel ist. Aber wir konnten ja unser Vorhaben durchbringen. Es war praktisch gestern ein Impfberatungsgespräch. Und ich habe natürlich meinen Bogen dabei gehabt, meinen Aufklärungsbogen. Und danach haben wir gefragt, zumindest wurde sie gefragt, kann eine Impfung tödlich verlaufen? Das hat sie bejaht. Wenn aber das dann so ist, dann dürfte man auch nicht mal Aspirin nehmen. Dann sage ich, das ist ja alles in Ordnung, aber dann soll das zumindest erwähnt werden auf den Bogen. Wenn das nämlich draufstehen würde, würde keiner mehr in eine Impfung einwilligen. Es wird einfach verschwiegen. Wir haben dann einen Impfausweis vorgelegt ohne Masernimpfungen und haben ihr gesagt, sie möchte das bitte so bestätigen. Und eins kann ich vorwegnehmen, das Gespräch hat circa 1,5 Stunden gedauert und die Mutter kann sich jetzt noch mal überlegen und wenn es notwendig ist, auch noch ein zweites Impfberatungsgespräch in Anspruch nehmen, so meinte es diese Oberärztin. Aber gut, ich hoffe, das macht die Mutter nicht. Weil was da rauskam bei dem Gespräch ist mehr als unterirdisch. Sie hat dann auch gesagt, sie geht kurz raus. Also wir sind alle rausgegangen, weil das Gespräch zu Ende war. Sie muss noch kurz mit dem Ordnungsamt reden. Und sie hat uns mitgeteilt, sie hat also dem Ordnungsamt jetzt gemeldet, dass ein Impfausweis vorgelegt wurde, allerdings ohne Masernimpfung Eintrag. Und das ist das, was wir eben wollten. Alles wurde doch von mir dokumentiert. Und wir werden das auch nochmal festhalten.
das Ganze in unseren Unterlagen. Ich habe sie gefragt, ob sie eine Kopie machen möchte von diesem Gesprächsprotokoll, und sie meinte, nein, braucht sie nicht. Und wir hätten eh keine Chance, das werden die nicht anerkennen, sage ich. Bleiben Sie bei Ihren medizinischen Äußerungen und ich kümmere mich ums Rechtliche. Gut, jetzt werden wir abwarten, was passiert. Der Bußgeldbescheid wird kommen, da bin ich mir sicher. Aber wir haben dann zumindest was schriftlich notiert. Und auch kann ich das vor Gericht eventuell bezeugen, wenn es denn soweit kommen sollte, dass ja der Impfausweis vorgelegt wurde und somit ist der Nachweis erbracht. Und damit sollten wir doch durchkommen. Ich wünsche euch noch was. Hier ein paar schöne Grüße aus München. Ich werde noch ein bisschen die Cafés unsicher machen und bis bald. Euer Eike aus Nürnberg in München momentan. Wir hören und sehen uns.